Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Wildlands. Wir haben ja im letzten Video, im ersten Video schon das Einführungsspiel gemacht und jetzt gehen wir mal in die Kampagne. Und da fangen wir mal an mit der Kampagne Barbaren, das Zweite Reich. Schwierigkeit leicht. Stellt die Barbaren vor. Als Chad Karut starb, war er ein alter Mann, Vater dreier starker und ehrgeiziger Söhne und kriegte über ein Heer, das sich mit jedem Feind messen konnte, der die alten Wälder bedrohen wollte. Am Ende seiner glorreichen Herrschaft überließ es Chad Karut seinem ältesten Sohn Thron. Er hinterließ seinem Sohn Thron, sozusagen den Thron. Naja. Sein Erbe als Kriegsherr anzutreten. Eine Entscheidung, die seine zwei Brüder nicht zufriedenstellten. Der alte Kriegsherr wusste dies. Wie sein Vater ihn angewiesen hatte, verließ Thron die Hauptstadt Al-Tunran, den Standort des Thrones zwischen den Bäumen, und zog seine Truppen in die hohen Hügel zurück, wo er den Körper seines Vaters bestattete. Dann schwor er den Göttern und dem Geist seines Vaters, dass er zurückkehren und die Ordnung wiederherstellen würde. Während seine Brüder im blinden Zorn gegen Thron und die wenigen Truppen, die er zurückgelassen hatte, um die Grenzen Al-Tunrans zu sichern, wüteten, versuchte der junge Kriegsherr, seine ehrgeizigen Brüder wieder zu vereinen und die Stämme zu zwingen, wieder unter einem gemeinsamen Banner zu marschieren. Und da geht's auch schon direkt los. Ja, Name Aug im Dunkel. In dieser Einführung werden sowohl die grundlegenden Spielmechanismen als auch die grundlegenden Produktionsgebäude der Barbaren erklärt. Ab dafür. Das ist sicher der Thron und er seufzt. Saufen tut er vielleicht auch. Nein, er seufzt. So in der Art so. Oh. Es ist schon Monate her und trotzdem verstecken wir uns noch immer in den dunklen Wäldern. Meine Krieger jagen des Tags und liegen des Nachts wach. Sie lauschen dem Widerhall der Geräusche jener blutigen Schlacht, der von weit her zwischen den alten Bäumen zu uns getragen wird. Nach wie vor können alle die gespenstisch aufgeschlagenen Flammen sehen, die Al-Tunran, obgleich Meilen von hier entfernt, verschlingen. Die roten Lichter blitzen in der Dunkelheit und tanzen zum Rhythmus der Kriegstrommeln, die mich bis in meine Albträume verfolgen. Die Gebeine meines Vaters ruhen friedlich in der Erde, auf der einst das sinnlose Blutvergießen beendete, das unter uns entbrannt war. Es schmerzt mich, dass sein Friede nur eine Generation weilte. Boldred, mein treuer Begleiter und Freund, ist für mich eine Quelle der Ruhe und des Trostes in dieser dunklen Zeit. Er hält mich bei guter Laune und die Sinne meiner Krieger wachsam, damit nicht die Gier oder Verzweiflung auch die Bande zwischen uns zerstören. Wie mein Vater mir erzählte, gibt es Zeiten zum Kämpfen und Zeiten zum Abwarten, in welcher man versucht, nicht einzuschlafen oder zu sterben, bevor die richtige Zeit kommt. Und das tue ich. Ich warte. Suddenly a old man appears. Ein alter Mann erscheint. Ehre dir, Häuptling. Ich bin Kantruk und sah viele Winter vorübergehen. Erlaube mir, dir in diesen dunklen Tagen mit meinem Rat zur Verfügung zu stehen. Niemand, Kantruk fährt fort. Niemand als die Götter weiß, wie lange wir versteckt bleiben müssen. Die Krieger hoffen, dass wir dieser Tage ruhmreich nach Hause marschieren können, aber ich bezweifle stark, dass dies bald geschehen wird, und die Tage werden bereits kürzer und kühler. Wir sollten uns vorbereiten, falls wir den Winter in diesen rauen Landen verbringen müssen. Ich glaube, dass es östlich unserer Lagerstätte ein paar Orte gibt, an denen ein Holzfäller erbaut werden könnte. Aufgabe. Drücke die Leertaste, um zu sehen, wo du bauen kannst. Das Symbol mit dem roten Haus zeigt, wo du ein kleines Haus, wie zum Beispiel eine Holzfällerhütte, bauen kannst. Baue eine Holzfällerhütte auf dem Symbol mit dem roten Haus rechts neben deinem Hauptquartier, indem du auf es klickst und die Holzfällerhütte wählst. Drücke die Leertaste, oh mein Gott. Kann es sein, dass ich gar keinen Sound hier im Spiel habe? Warte mal. Jetzt. Tut mir leid, war nicht aktiviert. Baue eine Holzfällerhütte.
Und da ist er schon gebaut. Offensichtlich wäre es zu anstrengend für unsere Leute, den ganzen Weg bis zur Holzfällerhütte durch die Wildnis zurücklegen zu müssen. Wir werden wohl eine Straße zwischen unserer Halle und der Holzfällerhütte anlegen müssen. Es ist nicht schwer zu erraten, dass die Männer einen so kurz und flach wie möglich gehaltenen Weg bevorzugen würden. Das Holz wird sicherlich auch so bereits schwer genug sein. Neues Ziel, baue eine Straße. Das kürze ich mal ab, das haben wir ja schon gemacht. Flagge dran, auf geht's. Ich will mal hier das Ding anzeigen, hier, wie weit vorgeschritten ist. Eine neue Nachricht. Achso, die kann man wegschmeißen. Ich möchte mich an der Stelle übrigens auch entschuldigen, dass in dem ersten Video, in dem Tutorial, teilweise keine Sprache von mir war, weil da hatte ich vergessen, den Mute-Knopf zu deaktivieren. Und ich beschleunige das mal ein bisschen, es dauert mir zu lange. Und die Hintergrundmusik jetzt, die könnte glatt aus einer Quizshow entstammen, sag ich mal so. So klingt das irgendwie. Oh, Tron spricht wieder. In einer weiteren schlaflosen Nacht stieg ich auf den Hügel und blickte gen Norden. Die Feuer brennen noch immer und stillen ihren Hunger an meines Vaters Erbe. Sie sind eine beständige Erinnerung, warum wir uns hier verstecken müssen und warum wir schließlich zurückkehren müssen. Was ist denn im Hauptquartier eigentlich alles drin? Ja, es sieht ziemlich übersichtlich aus. Kantruk erinnert sich. Ein altes Sprichwort besagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Eine Kreuzung auf dem Weg zwischen unserem Hauptquartier und der Holzfällerhütte würde die Arbeit unserer Träger erleichtern. Neues Ziel, platziere eine Flagge in der Mitte der Straße. Das habe ich schon gemacht. Ah, jetzt hat er es realisiert. Der alte Mann schaut zum Himmel und denkt sich so, die Nordwinde sagen uns, dass der kommende Winter ein langer und harter sein wird. Eine Holzfällerhütte allein wird nicht genügen, um die Bedürfnisse unserer Leute zu decken. Etwas weiter südlich an unserer neuen Kreuzung warten weitere Bäume auf unsere Äxte. Lass uns dort eine neue Holzfällerhütte errichten. Weil das vor allem eine Kreuzung ist hier, ne? Hier, Kreuzung, ne? Das ist keine Kreuzung. Eigentlich macht das gar keinen Sinn, dort eine neue Holzfällerhütte hinzubauen, weil... Tron spricht, wieder einmal ging ich hinauf zu meines Vaters Grab, gelegen in dem heiligen Hain am Fuße des Berges Kalmavrat. Ich stand einfach dort und fühlte weder die Stunden, die vorbeigezogen, noch den kalten Regen, der vom dunklen Himmel rieselte. Es fühlte sich beinahe wie ein Abschied an. Zum ersten Mal fragte ich mich, was wohl die Zukunft für mich bereithält. Wenn ich nämlich hier, die Holzfällerhütte hat diesen Radius, und wenn ich hier unten noch eine hinbaue, dann nehmen sie sich das gegenseitig weg. Aber gut, ich mach's, damit die nicht hier rummeckern. Jetzt ist das eine Kreuzung hier. Eine T-Kreuzung allerdings. Ich beschleunige wieder mal ein bisschen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, wenn ich oben hier ein bisschen das Spieltempo bitte gar aufs Gas drücke. Aber Tron sagt nachdenklich dazu, vor einiger Zeit kam Boldred zu mir. Sein Rat war, an einem näher an der Heimat gelegenen Ort zu ziehen, um beim ersten Anzeichen des Schwankens der Truppe meines Bruders zuzuschlagen. Aber ich blicke über den Wald und kann noch immer den schwarzen Rauch zum Himmel steigen sehen. Ich weiß, es ist noch zu früh und was er erhofft, wird nicht so schnell geschehen. Er könnte trotzdem recht haben, aber ich fürchte das Blutvergießen, das eine zu schnelle Rückkehr sowohl auf unserer als auch auf der anderen Seite verursachen würde. Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht's weiter? Man weiß es nicht. Thron, sag doch mal was. Hier ist eine Mine. Das ist bestimmt eine Granitmine. Hier müssen wir dann bestimmt einen Holzfäller bauen. Quatsch, ein Steinbruch. Aber Kantruh nickt und hat sich halt mal so drüber nachgedacht. Wenn wir beabsichtigen, eine größere Siedlung zu errichten, wären natürlich noch viele weitere Holzfällerhütten ratsam. Aber derzeit sollte dies ausreichen. Vergiss jedoch niemals, diese Wälder sind unser Erbe, uns anvertraut von unseren Vorfahren. Wir müssen sie stets in Ehren halten und pflegen. Was wir nehmen, müssen wir auch zurückgeben und daher die gefällten Bäume ersetzen. Sollten wir ein Forsthaus bauen, wirklich in der Nähe der Holzfällerhütte. Baue ein Forsthaus östlich deines ersten Holzfällers.
Der Alte sagt, ich weiß sehr wohl, Häuptling, dass du weder, dass weder du noch deine Krieger das Verlangen haben, lange an diesem Ort zu bleiben. Dennoch mag unser Krieg, um unsere Heimat zurückzuerobern, eine lange Zeit in Anspruch nehmen und es erscheint weise, Vorbereitungen zu treffen. Ich würde vorschlagen, dass wir für die Zukunft Steine schlagen. Wer weiß schon, welche Befestigung wir uns in naher Zukunft bauen, gezwungen sein werden. Hä? Welche Befestigung wir in naher Zukunft zu bauen, gezwungen sein werden? Und wie ein Geschenk des Schicksals gibt es tatsächlich große Felsen ganz in der Nähe. Oh, was für ein Zufall. Neues Ziel, baue zwei Steinbrüche südwestlich deines Hauptquartiers. Jetzt muss ich erstmal hier die Försterhütte bauen und dann können wir auch zwei Steinbrüche bauen. Wollen wir doch wieder eine Kreuzung hinstellen, Alter? Ja, eine Pseudokreuzung, die keine ist. So. Mein Gott, Tron sieht wütend aus. Heute sammelten meine Krieger einen alten Mann auf, der verletzt und verwirrt durch den dunklen Wald lief. Wir hörten mit Schaudern zu, als er erzählte, welche Schandtaten in Altunran stattfinden. Hiermit erneuere ich meinen Schwur, ich werde diesen Wahnsinn beenden, was auch immer es kosten mag. Okay, das war jetzt ein bisschen überdramatisiert. Ja, jetzt wird ja der Steinbruch gebaut. Das ist natürlich toll. Ich kann nur noch hier oben irgendwas hinstellen. Eigentlich habe ich alles gebaut, was ich bauen kann. Jetzt im Moment heißt das, dass die Mission zu Ende ist vielleicht. Ich gebe mal wieder ein bisschen Gas hier. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Einführungsspiel dauert. Ich will einfach mal gucken. Oh, dramatische Musik. First heute ist jetzt besetzt. Gut, viel Stein ist das hier nicht. Oh mein Gott, jetzt kann ich auch hier lang bauen. Oh. Sehr gut gemacht, Häuptling. Nun haben wir alles, was wir brauchen, um den Winter die Stirn zu bieten und können uns auf die Kämpfe vorbereiten, die vor uns liegen. Sieg! Du kannst auf dieser Karte weiterspielen, wenn du möchtest. Sonst fahre mit der nächsten Mission fort. Da muss ich bestimmt hier rausgehen und hier wieder hingehen. Ah! Ich denke, ich spiele einfach gleich mal weiter. Level 2. Ein Ort wie zu Hause. In diesem Szenario werden die Produktionsgebäude mit höheren Anforderungen einschließlich des Bergbaus und der militärischen Expansion erklärt. Auf geht's. Oh, was ist hier los? Es liegt Schnee. Aber Tron schüttelt den Kopf. Der Krieg geht weiter und unsere Brüder und Schwestern fliehen vor dem brutalen Krieg, der in der Hauptstadt unter den Bäumen tobt. Das, was sie über die Taten unserer Sippe berichten, ist traurig anzuhören. Ich verbrachte Nächte damit, wach zu liegen, ruhelos, viel erschöpfter, als ich jemals dachte, dass es jemand sein könnte. Doch wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich, wie die Festung, die mein Vater erbaute, von Flammen verzerrt wird. Der Thron unter den Bäumen, das Symbol der Einigkeit und des Friedens unserer Sippe, wurde zum Keil, der uns auseinandertreibt. Heute brachten meine Jäger Männer, Frauen und kleine Kinder mit, die sich in den Wäldern versteckt hatten, um sowohl dem Krieg zu entkommen, als auch dem Hass und der Rachsucht, die unter den Stämmen herrschten, wie in den alten Zeiten. Damals waren wir nicht mehr als wilde Bestien, angetrieben und beherrscht von Instinkten. Keiner meiner Brüder wird jemals die Kontrolle über den hölzernen Thron erlangen und halten. Keiner der Stämme wird stark genug sein, die anderen zu unterwerfen. Das Schlachten wird kein Ende nehmen, bis... Ist es das, wie Vater es mir sagte? Stehe auf gegen jeden, der unsere sichere Existenz bedroht. Möge auch einer von deinem eigenen Blute oder Geiste sein. Boldred schien immer mehr hin und her gerissen. Je mehr Tage vergehen und auch die Stimmung der Leute sinkt, je kälter es wird. Was kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass wir immer noch in Baracken und Zelten hausen. Aber eigentlich hatte ich auch nie vorgehabt, so lange in der Wildnis zu bleiben. Doch woher hätte ich wissen sollen, dass meine Brüder sich so lange in einen so sinnlosen Krieg verstricken? Vielleicht sollten wir uns hier doch etwas gemütlicher machen, vielleicht sogar eine neue Heimat errichten, um den aus unserem Volk, die noch immer vereinigt denken und leben, das zu ersetzen, was für uns verloren ist. Bis zu dem Tage, an dem wir
zu jedem Ort zurückkehren können, den wir einst Heimat nannten. Also irgendwie kommt mir die Geschichte aus aktuellem Anlass, könnte auch in der RL